das war echt episch schön. Einfach nur so schwing, schwing, schwing. Alles tot. Triss, hör mal, wer da hämmert. Ja, was? Wen willst du sprechen? Ja, noch nicht. Triss. Ich hab's kommt dir noch. Gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Ich bin weder Mann noch Haustier. Haus, warte. Leute keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, das sagen sie alle. Lieber, ich bin kein Mann für eine Nacht, aber so eine Stunde halte ich schon durch. So. Klauen tun wir auf dem Rückweg. Gerald, ich habe ein Problem. Können ja, wir ich reden? Auch. Ja, Gerald? Habt ihr das gehört? Dieses, ja, Gerald. Was wollte ich eigentlich nochmal fragen? Was willst du mir erzählen? Worum geht es? Ach nee, ich wollte eigentlich eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin sehr verwirrt. Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das klingt nach einer Falle. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Es ist keine gute Idee. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Ja, das ist definitiv sehr fischig. Also, das würde ich nicht machen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau. Ist das nicht, ist das nicht romantisch? Ein Salzdorsch-Strauch. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexen kam. Dann kommst du. Ich habe keine Ahnung. Gut. Also Dorsch ist ein Fisch, das weiß ich. Moment, Triss, ich habe noch eine andere Frage. Nein! Okay, ich muss erst diese Mission machen. Danach kann ich erst... das war jetzt, ich meine, es ist wie aus dem Leben gegriffen, ne?